Herzlich willkommen zu Widget mit dem Paradox mal wieder. Es macht einfach gerade so viel Spaß, dass wir einfach gefühlt den ganzen Tag nur Widget aufnehmen. Aber ich glaube, das ist nicht schlimm, weder für euch noch für uns. Denn das Ganze ist bestimmt auch zum Zuschauen ganz lustig. Und ich habe gerade ein Achievement bekommen, also nicht ein Achievement, sondern XP, weil ich die Bambusleiter mal wieder bin. Jetzt nicht mehr. Oh, das war gerade echt sehr knapp. Ich habe mich gerade in einen Gegenstand verwandelt, direkt bevor da jemand gekommen ist. Wie ihr seht, sind wir auf dieser Insel-Map. Ich weiß noch nicht, was wir als nächstes für Maps bekommen werden. Ich hoffe, wir haben wieder mal ein bisschen Abwechslung drin. Das war im letzten Part eigentlich ganz gut so. Los, jetzt sag irgendwas. Ich weiß es doch, ich rieche euch. Ich habe gerade diesen Effekt mit diesem komischen Viech, was so einen Jumpscare macht, auf einen gemacht. Und er dreht sich einfach mal rum und wirft direkt auf die Rakete, die so einen Millimeter hinter ihm liegt. Aha! Hexe gefunden und geschnappt. Ach so, du bist Sucher? Ja, ich bin Sucher. Oh. Sag das doch mal vorher. Hab ich doch, glaube ich. Aber egal. Dann habe ich nicht zugehört. Das tust du aber nie. Ja, so kann man es sagen. Ich glaube, ich weiß, wo hier einer ist. Ja, wo denn? Ich weiß es nicht. Nein, nein, tschüss, nein, nein. Nein, nein! Seratrix, wieso? War doch so eine brave Hexe. Hat dir nichts getan. Wo sind sie? Ja, hier drin ist niemand mehr, da war nur ich, leider. Oh Gott, viel Spaß hier den ganzen Rand der Map abzusuchen. Das wird viel Spaß machen. Und vor allem im Wasser. Da kann man sich ja auch gut verstecken. Es gibt auf dieser Map auch noch ein paar andere gute Verstecke, die hätte ich genommen, wenn ich nicht anmoderiert hätte. Was so viel Zeit gekostet hat. Da hätte ich sonst noch ein paar echt gute Verstecke gehabt. Die mache ich dann einfach nächstes Mal, wenn ich hier Hexe bin und mich verstecken darf. Und ich suche eigentlich gerade dich. Ah, da bist du. Nichts, hier ist nix. Zu fett, um da hochzukommen, oder was? Guck mich doch mal an. Warum bist doch ganz muskulös gebaut? Nein, ich bin zu blöd dafür. Du bist gerade einfach nochmal runtergerutscht. So die Glocke hat's ja jetzt echt gebracht. Ja. Dann lauf doch einfach. Kostet weniger Zeit. So. Was ich dir außerdem empfehlen würde, statt dem Greifhaken, ist das Springen dieser... Ja, schon. Der macht sehr viel Schaden, damit kann man auch eine große Range abdecken. Den kann man andauernd verwenden und wenn man den ausgerüstet hat, springt man gefühlte 10 Kilometer hoch. Normal, immer. Dann braucht man den Greifhaken gar nicht mehr. Und wir haben es gemeistert. Und ich bin leider nicht Level 6, weil ich dafür zu kurz gelebt habe. Um so viel XP zu bekommen. Deine Tage sind gezählt. Oh, und bald bekomme ich die Hautfarbe Rubin. Oh, wow. Morgenstund. Ja, ich glaube, die Map ist gerade ganz beliebt. 10 Stimmen. Das läuft erstmal. Bereit. Und ich hoffe einfach, dass ich mich mal wieder verstecken darf. Ich glaube, ja, ich weiß sogar, es gibt, glaube ich, genau hier auf dieser Map ein Haus, in das man sich verwandeln kann. Ich glaube, ich bin gerade bei dem Haus.
Kann aber auch sein, dass ich mich komplett täusche, aber man konnte sich auf irgendeiner Map ins Haus verwandeln. Und ich glaube, das war auf dieser Map, und zwar das Haus, bei dem ich gerade war. Ja, ich bin eine Hexe. Echt, du auch? Schön. Ja. Ich bin gerade am Überlegen, wo ich mich verstecke. Mir geht's genauso. Ja, bin ich mal der Stuhl hier. Ja, bist du auf so einem mit Büschen umrandeten Hausdach? Nein. Okay. Doch, ja. Hier. Echt? Du bist die Laterne, ich bin der Stuhl. Ich bin der Stuhl. Warte, hier. Ich will auf den Stuhl. Nein, pass auf. Oh, das war. Hä? Wer bist du? Ich bin der Apfel auf dem Stuhl. Ach so. Neben uns liegt außerdem noch jemand. Eine der Birnen da, glaube ich, ist. Oh, du hast den Effekt auch ausgerüstet. Ich auch. Ich provoziere sie mal so ein bisschen. Ich glaube, der kommt gleich hoch. Ja, der kommt hoch. Nein! Gut, er ist einfach weitergegangen. Ich hab mich für euch geopfert. Der ist gerade so ein 2 Meter Zaun wieder. Ich liebe das einfach. Wie es keiner von denen bemerkt. Ja, ich weiß. So. Das ist einfach so schön bei dem Spiel. Müsste ich erreichen mit meinem Effekt leider niemanden. Ich glaube, ja, ich bleib erstmal noch ein bisschen hier und in so 30 Sekunden gehe ich mal mit irgendeinem kleinen Gegenstand ein bisschen rumlaufen. Und die Leute trollen. Sekunde, hier hinten sind welche, mal schauen, aber ich glaube, der Effekt ist nicht unendlich. Nee, der ist nicht unendlich. Nein, damit. Nein, der verpufft irgendwann. Ja. Meiner Meinung nach etwas zu früh. Schade. Hat niemand gesehen. Oh. Ist eine Wo Kerze? Kommt die Kerze denn her, die hier runtergefallen ist? Oh, ich bin das Gurken. Mist. Nein! Pass auf, nein. Ich bin schon längst tot. Ich hab gedacht, der sieht mich hinter dem Gurkenglas nicht, aber ja, da habe ich mich wohl geirrt. Ja. Okay, weißt du noch, wo irgendjemand anderes ist? Safe ist dieser Zaun irgendein Spieler, aber okay. Die Laterne buggt gerade sehr. Laterne da. Hallo, Alter, glaubst du wirklich, dass du so nicht entdeckt wirst? Ach so, das war so ein random Gegenstand wieder. Ach, da läuft gerade wieder ein Krug durch die Gegend. Ich glaube, du bist ein bisschen zu groß, um nicht entdeckt zu werden. Oder auch nicht. Siehst du diesen riesigen Markstein, der da gerade durch die Gegend gerollt ist? Ja. Als ob den die vier da hinten nicht gesehen haben. Renn, Bro, renn. Schneller rennen. Du musst schnell. Da oben provoziert jemand. Warum killt denn niemand? Und ich habe das Achievement Stockpiler bekommen. Okay. Hui. Ja, die meiste Distanz zurückgelegt hat der Arschkeks. Das war der gerade da als Markstand. Der heißt halt so. Und? Hast du etwas gegen den Namen? Die Grunewald-Bibliothek. Ich mag derartige Körperteile.
Was? Herrsche? Warum denkst du, bin oder ich mit dir oder magst du Kekse? Warum denkst du, mache ich so viel mit dir? Keine Ahnung. Weil du keine Freunde hast. Oh. Oh. Das hat jetzt Aua gemacht. Ja, sorry. Obwohl, nee, juckt mich nicht. So, 2 Sekunden noch und ich bin Hexe. Ich bin so Hexe, meine ich. Wo bist du gerade, drin oder draußen? Draußen. Wo? Bist du im Buch gerade? Nein. Oh, schade. Bist du schon verwandelt? Nein. Bist du die gerade hier nach oben geflogen ist? Nein, ich schätze mich nicht. Okay, ich habe mich gerade auf ein Geländer von einem Haus teleportiert. Mal sehen, ob mich hier jemand findet. Provozieren mal wieder alle. Renn, du Vollidiot. Hui. Ich provoziere auch ein bisschen. Mal schauen, ob ich 30 Minuten, 3 Minuten 30 rumrollen kann. Also im Haus. Im Haus? Ja. Soll ich als Käse nachkommen? Ja, komm. Obwohl, nee, ich bin Globus, ich bin Globus. Wo bist du gerade? Im Hauptraum links, da sind so ein paar Fässer und Kästen, da bin ich. Also links, wenn du die Tür reinkommst. Ah, hier, guck. Hui. Ah, hi. Komm, versuch dich auf mich zu stellen. Nein. Nein, hör auf, du schubst mich. Kann mich nicht aufstellen. Dann bin ich halt ein Buch. Ich kann dich ein. Nein! Hilf mich! Das sogar. Oh, das war ziemlich nah bei uns. Ich roll mal weiter. Ja gut, ich komm hinterher. Sie finden mich immer noch nicht, beziehungsweise... Oh, da ist einer. Hui. Wo seid ihr? Ich bin wieder draußen. Und roll weiter. Und so rollte er sein ganzes Leben lang. Ich roll im Kreis. Nein, nein. Nein, 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 nein. Nein! Verdammt, ich bin stecken geblieben im Turbo. Ja, Killer hat mich gekillt. Klar, er heißt ja auch Killer. Killer hat mich gekillt. Ich bin vielleicht in den Raum reingerollt als Buch, in dem es nur Essen gibt. Okay. Das war vielleicht ein bisschen unklug. Ich bin die ganze Zeit hier durch im Garten so ein bisschen rumgerollt hin und her. Dann bin ich dann leider im Tor stecken geblieben und konnte nicht mehr raus manövrieren. Ja, das war ein bisschen blöd. Ja. Oh, was wir mal versuchen müssten, hier die ganze Zeit als Apfel oder so auf dem Labyrinth hier auf den Büschen hier rumzurollen. Das ist bestimmt auch ziemlich gemein. Aber da müssen wir Fliegen ausrüsten. Genau, da müssen wir aber Fliegen ausrüsten, damit man immer schön von der einen Stelle zur nächsten fliegen kann. Das ist böse. Ich glaube, da rasten die Leute dann aus. So, das Stück Käse auf dem Dach, siehst du das? Welche? Da hat sich einer gegönnt. Es muss doch eine Hexe sein. Das stimmt. Das ist eine Hexe, aber es muss nichts heißen. Auf so einem Balkonvorsprung, auf so einem normalen, habe ich mich eben rauf teleportiert. Da lag ein Krug und ein Käse. Okay. Von Anfang an. Ja, gut, und hier liegt so einfach. Und da liegt einfach in so einem Fensterrahmen liegt einfach so eine einzelne Tomate oder ein einzelner Apfel. Ja, genau. Läuft bei der Person. Ich glaub, das ist aber die Map. Das ist die Map, glaube ich. Nein. Nicht? Nein. Nicht? Ja, da bin ich mir ganz sicher. Nicht? Nicht? Wie halt auch wirklich niemand da schaut. Bemerkenswert. Wir haben wieder gewonnen. Ich finde, Sucher zusammen ist das Schwerste irgendwie. Ich mein, klar ist das schwer.
Wenn man sich nicht bewegt, wird man einfach nicht gefunden. Ja, aber außer das Spiel profitiert halt auch davon. Versteckt der Welt genommen. Ja, klar. Aber das Spiel profitiert auch ein bisschen davon, dass man sich halt ein bisschen bewegt und halt ein paar Jokes macht. Ja. Darum oh, morgen geht's ja. Schon. Da können wir das Gleiche versuchen. Wir sind einfach ein paar Äpfel und rollen durch die Gegend. Wobei. Ich habe für die Ice Map gewotet, die hatten wir noch nicht in der Aufnahmesession. Glaube ich. Weißt nee, hatten was? Wir noch nicht. Ich flieg ein bisschen rum als Schlitten. Oder ich suche mir irgendwas anderes Kleines und gehe in das Maul von diesem Vieh. Als Bett. Wenn es das gibt, gibt's das? Ja, das gibt's auf dieser Map. Ich habe schon mal irgendwo in einem Video gesehen, wo drei Leute als Bett hier in diesem Maul drin gelegen haben. Okay, cool. Wo hintereinander. Und der Sucher hat sich draufgelegt, aber ich bin Sucher. Verdammt, jetzt kann ich mich da dran verstecken. Doch, doch, mach ruhig. Verdammt, sie haben mich schon gleich gefunden, weil ich hochgehopst bin. Das war ich außerdem, nur so. Nein. Ey, bleib stehen. Achso, das warst gar nicht du. Ich hab gedacht, das wärst du. Ja klar, aber ich hab gedacht, ich hätte dich gefunden. Aber das warst gar nicht du, das war jemand anderes. Der war kurz ein Holzbrett und ich bin dann so 3 Meter über den gerutscht. Also mit dem durch die Map gerutscht. Der Pokal, oder? Nicht? Als ob? Ich suche jetzt einfach im Internet unnötige Fakten. Nein! Warum? So. 25 und unnötige Fakten. Frauen weinen 5-mal so oft wie Männer. Und das meistens zwischen 19 und 22 Uhr. Warum? Warum liest du sowas vor? Hä? Zweitens, die Vorwahl der Antarktis. Das interessiert kein Mensch. 6721. Was? Drittens, die Bulgaren schütteln den Kopf, wenn sie ja meinen. Jeder Kontinent weist mindestens eine Stadt mit dem Namen Rom auf. Okay, das ist cool irgendwie. Das ist weird. Ja, das ist irgendwie. 2004 hat die deutsche Polizei 29.017 Telefonanschlüsse abgehört. Das habe ich schon mal gelesen. Das erste Opfer eines Autosunfalls war in Nordamerika. Kein Wunder. Das war am 13. Freitag. Also am Freitag der 13., klar. Weiß man auch irgendwoher. Eintagsfliegen essen nicht. Okay, warum sind sie dann an meinem Gemüse? Nein, das sind Obstfliegen. Fruchtfliegen. Ja, Fruchtfliegen, meine ich. Eltern, die beide Linkshänder sind, bringen trotzdem mehr Rechtshänder zur Welt. 18. Das ist auch irgendwie. Keine Ahnung. In Kalifornien ist es gesetzlich verboten, einen Schmetterling zu töten oder mit dem Tode zu bedrohen. Ein Schmetterling zu töten. Stech dich ab! Ich stech dich ab, wenn du dich sofort. Ich mach dich Krankenhaus. Ich mach dich Krankenhaus, Digga. Jetzt kommt der Schmetterling plötzlich so mit der Waffe. Nicht heute. Classic Die Potato. Der Daumennagel eines Menschen wächst von allen Fingernägeln am langsamsten. Okay. Ein Glas Coca-Cola enthielt bis 1903 etwa 8,45 Milligramm Kokain. Das weiß ich auch. Kokain? Kokain. Das war ursprünglich ein kokainhaltiges Getränk. Das war lecker. Macht's immer schön high danach. Ja, das hat Schmerzen betäubt. Das wird zur Schmerzminderung eingesetzt. Durch das Kokain. Kokain da. Ein Europäer kaut im Durchschnitt 30 Minuten am Tag. Und lutschen wahrscheinlich Stunde. Oh Gott, war der schlecht. Ich habe immer einen Lutscher im Mund. Aber nur Homo.
Ein Rügenwurm hat 5 Herzpaare. Ein Rügenwurm. Ich wusste nicht, dass es so ein Rügen oder Regenwurm. Ein Rügenregenwurm. Der ist Rügen. Okay. Der ist Rügen? Interessant. Eine Fliege, die gerade in einem Wo sind Wasserglas die alle? gestürzt ist, kann man wiederbeleben, indem man sie mit Kochsalz bestreut. Das weiß ich auch. Aus irgendeinem Quiz Okay, immer. das reicht erstmal an unnötigen Fakten, Wir bitte. sind gerade bei Fakt 15. Die haben Ja 25. und? Ja und? Die Folge ist vorbei. Letzter. Ja, okay, ein Fakt noch, okay. Fakt 19. Die dicksten Männer in Deutschland leben in Schleswig-Holstein. Die dicksten Frauen im Saarland. Okay, das würde ich sagen. Was mit Widget? Lasst mir gerne ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ein Like, wenn euch der Part gefallen hat. Und tschüss, bis zum nächsten Part.